Ich glaube, Joe kann da manchmal auftauchen. Ich lade mal Cousin ein. Allein schon, weil ich es mal haben möchte. Ich habe noch ein paar Punkte, keine Sorge. Ich habe noch ein paar Punkte. Meine Dinger sind weggegangen, sehe ich gerade. Weil ich was eingestellt habe. So, zwei. Hallo. Hey, Brunelli. Na? Das hier ist also der AG-Raum. Na gut, dann ist es jetzt Zeit für etwas Randale. Ach, so süß. So niedlich. Komm, wir beiden reden miteinander. Bitte, 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 bitte. Ich will nur eins. Oh, sie reden. Oh, sie reden. Kontakt. Sag mal, achtest du eigentlich darauf, genug Gemüse zu essen? Oh ja, stimmt. Sie isst ja nur fertig Nudeln. Warum sollte ich? Ich werde auch ohne das Grünzeug überleben. Im Ernst? Wusstest du nicht, dass dein Körper Gemüse braucht, um richtig zu funktionieren? Hä? Was erzählst du für einen Unblödsinn? Das ist kein Blödsinn. Ich habe so ein Buch gelesen. Der Körper wird ganz wabbelig. Also dick. Oder so, bis er nicht mehr funktionieren kann. Wie bitte? In was für einem Buch steht denn sowas? Klingt nach Quatsch mit Soße. Ach, mit Soße würdest du dein Gemüse also essen? Schatz feiert. Das habe ich nie gesagt. Aber war das eben echt dein Ernst? Vielleicht sollte ich sicherheitshalber doch mal ab und zu Gemüse essen. Ja, vielleicht. Die Blaubeerakademie ist echt beeindruckend. Krass, dass sie dich hierher eingeladen haben. Nur hier im Zimmer sind so viele Leute, die ich nicht kenne. Das macht mich etwas nervös. Das wird schon. Du bist toll. Ich weiß nicht. Nicht jeder ist so kommunikationsfreundlich wie du, Ponyli. Naja, vielleicht muss ich mich einfach dran gewöhnen. Also gut, ich versuch's. Aber lass mich nicht allein, okay? Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich bleib bei dir, keine Sorge. Ich geh da mal, ciao. Ich will schlafen. Vielleicht, wenn ich schlafe, wird das resettet. Ich lass nicht alleine. See ya. Ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, aber ich versuch's trotzdem mal. Ich muss so irgendwie möglich sein, die Charaktere auszutauschen. Liga AG, da. Nope, sieht gleich aus, schade. Ich habe das Gefühl, dass viele Charaktere fehlen aktuell. Bin ich ehrlich, ich habe das Gefühl, die Charaktere bleiben gleich. Okay. Jetzt haben wir Cousima. Mit wem könnte Cousima was wollen? Ich überlege gerade. Cousima. Ha. Ich meine, der Direktor redet oft mit ihr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht... Poppy? Weiß ich nicht. Nee, Poppy glaube ich weniger. Poppy glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Poppy mit was zu tun hat. Pepper haben wir schon gemacht. Das heißt, Pepper ist raus. Ich meine, Nimona geht immer, aber Nimona will ich nicht haben. Oder ich nutze die Chance jetzt, um ein Level 3 zu bringen. Vielleicht leichter scheint was Neues frei. Ich könnte also Larry auf Level 3 bringen. Entschuldigung, heißt ja anders hier. Das könnte Aoki. Das könnte ich machen. Und dann für Aoki könnte ich ihn einladen. Oh. Ach, warte, geht's so auch? Ach so. Voll, danke. Dann kann ich ihn auf Level 2 bringen. Ich könnte mit Aoki auch die anderen hier einladen. Und dann mit ihm könnte ich vielleicht Nimila einladen. Vielleicht. Oder Tulia. Die beiden zusammen vielleicht. Mal gucken. Wasser und Eis? Okay. Dann lade ich jetzt erstmal. Ich bin jetzt bei Cousima. Ich lade mal Eis ein. Ich habe Eis noch nicht gehabt bisher. Wir laden mal Eis ein. Wir laden mal Eis ein. Mal gucken, was passiert. Mir ist kalt. Die Klimaanlage ist viel zu kalt eingestellt. Dir ist zu kalt? Du bist der Eistrainer. Dir darf nicht zu kalt sein. Was passiert hier? Oh.
Nee. Ah, die beiden reden miteinander aber jetzt. Okay. Er hat nicht funktioniert, aber sie, die reden miteinander. Du hast von den Flindaren in den Kampf geschickt, oder? Oh, ist das nicht zuckersüß? Oha, wer bist du denn? Oh, tut mir leid, dass ich dich überfalle. Ich bin Tara und liebe alles, was süß ist. Daher musste ich dich einfach aus dem Pokémon ansprechen. Oh, schon okay. Das kam nur so plötzlich. Sorry. Du meintest, dass mein Felinar süß sei. Danke. Gerne doch. Ich will einfach nur, dass du weißt, wie wichtig es ist, Niedlichkeit mit allen zu teilen. Keine Ahnung, wie du das meinst. Aber soll ich dir meinen anderen Pokémon zeigen? Die sind auch ziemlich niedlich, finde ich. Was für eine Frage. Lieben gern natürlich. Das wäre supi. Oh, beste Freunde. Beste Freunde. Tara kommt mit jedem zurecht. Okay. Hallo. Du hast mich hierher gerufen. Du weißt hoffentlich, dass das nicht deine beste Idee war. Ich bezweifle, dass ich der Akademie irgendwie von Nutzen sein kann. Oh, Baby. Doch, das kannst du. Du wirkst sehr überzeugt. Woher kommt diese Gewissheit? Aber da ich schon mal hier bin, werde ich meine Arbeit auch erledigen. Schließlich bin ich ein Profi. Okay. Wasser, hast du gesagt? Alles klar. Wir gucken mal nach Wasser. Wasser ist, er hier? Müsste es sein? Kombu, meinst du? Ja, Kombu müsste Wasser sein, genau. Oh, alle sind woanders. Keiner redet mit irgendjemandem gerade. Schade, aber hey, wir kriegen Kombo wie es Level 3. Dieser Ort ist von einer malerischen Meereslandschaft umgeben. Bei dieser herrlichen Meeresbrise sind sowohl ich als auch meine Pokémon bester Laune. Aber auf der Speisekarte der hiesigen Mensa stehen gar keine Meeresfrüchte. Sich täglich den Bauch mit Frischköstlichkeiten aus dem Meer vollschlagen. Hm, wäre das für die Schüler nicht leckerer? Das wäre gut, ja. Eigentlich schon, muss ich sagen, ja, schon. Haha, du ziehst mir mit mir an einem Strang. Großartig. Wart nur ab, was der alte Kombo alles erreicht. Wart ab, liebe Schüler. Das Gewässer wird zur Kantine. Kombos Edelkombüse steht zu Diensten. Okay, die beiden funktionieren nicht, schade. Ich verstehe die Gedanken aber. Ich weiß, wo du herkommst mit dem Gedanken her. Ich verstehe das. Kombu könnte ich mir vorstellen mit... Kombu. Kombu. Die hatten wir schon gemacht. Kolso weiß ich nicht. Würde ich nicht sagen unbedingt. Aoki hatten keine Verbindung, spannenderweise. Hatten die? Warte. Hatte ich die beiden schon mal zusammen? Nee, hatte ich nicht. Aoki macht Sinn. Weil Aoki ist ein Essenstester. Der ist Kritiker. Und Kombu ist halt Koch. Also, das müsste passen. Und außerdem habe ich da Aoki am voll. Außerdem wäre dann Aoki voll, was ich gut fände. Von daher. Ja, sag ich doch. Das macht doch Sinn. Ich würde gerne deine Meinung als Feinschmecker hören. Als Feinschmecker würde ich mich nicht gerade bezeichnen, aber... Ich habe vor, ein neues Gericht von meinem Restaurant anzubieten und wollte vorher hören, was du davon hältst. Ein neues Gericht? Wenn du eine exotische Speise einführst, könnte es zu einem kurzlebigen Hype führen. Danach wird es nicht lange dauern, bis die Leute das Interesse verlieren. Aus meiner Sicht wäre es empfehlenswert, das bestehende Menü zu optimieren, aber... Wenn ich einen Ratschlag geben müsste... würde ich sagen, dass es in Kombos Edelkombüse an Desserts mangelt. Oh, ja, das ist es. Genau so einen Rat habe ich von dir erhofft. Immer mehr Desserts. Bin ich auch für. Hallo. Sag mal, hast du schon einmal in der Mensa der Blaubeerakademie gegessen? Ja, hatte ich. War lecker. Das Essen dort ist nicht übel, habe ich recht. Die Speisen sind zwar kräftig gewürzt, so wie es den jungen Leuten wohl mögen, aber die großen Portionen machen das Angebot äußerst attraktiv. Der Berg Akademie-Fritten hat mich fast zu einem Freudensprung veranlasst. Wow! Das ist ein hohes Lob. Falls du die noch nicht probiert hast, kann ich sie nur wärmstens empfehlen. Wir tauschen mit ihm! Yay! Mit so einer aufmerksamen Zuhörerin wie dir hätte ich niemals gerechnet. Wie ungewöhnlich du doch bist. Kann ich dich am Ende auch für einen Pokémon-Tausch begeistern? Ja.
Ich biete dir meinen Dummimiesel an. Wähle ruhig ein beliebiges Pokémon für den Tausch. Dummimiesel, du kriegst ein Normal-Pokémon aus der Region hier. Du kriegst ein... Mal gucken. Was ist hier normal? Du kannst einen Deta, du kannst meinen Mundi haben. Das könnte vielleicht gefallen. Ja. Und das kann jeder der Mentoren machen mit dir. Also jeder Mentor gibt dir die Möglichkeit, hier neue Pokerbälle zu kriegen. Dein Mund hier ist durchaus interessant. Es wird sich lohnen, es zu trainieren. Ich danke vielmals für den Tausch. Kein Problem, du bist mein Freund. Ich weiß gar nicht, ist das so, dass die jemanden austauschen oder tauchen die Lehrer nur auf, wenn ich befreundet habe? Weil der einzige Lehrer, der bis aufgetauscht ist, ist sie. Ist die Moira. Und die musste ich ja machen, wegen dem, obwohl, ich habe auch den gemacht mit dem Hauswirtschaft, oder nicht? Habe ich den nicht auch gemacht? Den Hauswirtschaft-Typen? Meine ich, für die Geheimgewürze. Okay, ich mache es mal ein bisschen weiter. So, jetzt haben wir drei schon mal. Jetzt haben wir schon mal drei, die gelb sind. Was gut ist. So, oh. Okay. Das ist eine Sache, die ich noch machen muss anscheinend. Ich weiß nicht wie. So. Jetzt haben wir ihn hier, Aoki. Ich glaube, ich habe das Gefühl, um die Mentoren zu kriegen, muss ich die Unterrichtsstunden vervollständigen. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl aber aktuell. Ich gehe mal kurz zurück zur Uni, zur Schule. Einfach nur, um zu gucken, ob das wahr ist. Weil das wäre spannend zu wissen aktuell für mich. Ich wollte jetzt nicht wirklich gehen. Ich wollte, danke. Einmal gucken, welcher Unterricht mir fehlt. Weil ich meine, ich habe schon ein, zwei fertig gemacht, aber nicht alle. Vielleicht mache ich die vorher fertig. Dann mache ich heute alles mit Roleplay. Heute wird nur gelesen. Meine Stimme wird schmerzen danach. Aber der Vorteil ist, ich muss heute nichts mehr machen, von daher. Machen wir heute alles Nervige. Die Legendären machen wir vielleicht noch. Erstmal will ich gerne die Mentoren fertig haben und die Unterrichtsstunden auch gerne fertig haben. Weil ich habe das Gefühl, ich brauche sie doch. Wir gucken mal kurz. Genau, Kurse. Ach, ich habe Hauswirtschaft nicht fertig gehabt. Das vielleicht. Okay, wir machen mal Hauswirtschaft durch. Weil ich da am weitesten bin. Mit Senor Saguaro. Einfach nur so gucken, was passiert. Das ist jetzt ein Test. Okay, das ist jetzt ein Test. Wenn ich den durchmache und dann zurückgehe und sehe, dass einer freigeschaltet ist, dann muss ich den Unterricht beenden. Packt eure Handys weg. Wir beginnen jetzt mit dem Unterricht. In der letzten Stunde haben wir über Methoden zum Auffüllen der KP eurer Pokémon gesprochen. Nach dem Unterricht haben mich einige von euch gebeten zu erklären, dass es so... Falls etwas Besonderes passieren sollte, erzählt mir das am Donnerstag, dann schaue ich es nach. Ich schaffe sonst... Der Pony Podcast, da haben wir ihn doch. Keine Sorge, wenn irgendwas passiert ist, wichtig ist, sage ich Bescheid. Keine Sorge. Ich muss kurz meine Tür zumachen. Aber nicht, weil ich langweilig bin, sondern weil meine Stimme so angenehm ist. Natürlich. Und weil ich hauptsächlich nur lesen werde heute. Was mit der AP auf sich hat, den sogenannten Angriffspunkten. Wie ihr wisst, geht ein Pokémon als besiegt, wenn seine KP auf 0 fallen. Aber was hat es zur Folge, wenn dasselbe mit seinen Abi passiert? Es kann keine Attacken einsetzen? Das ist korrekt, Polly. Klingt fast so, als würdest du aus eigener Erfahrung sprechen. Ja. Wenn die AP eines Pokémon aufgebraucht sind, kann es keine Attacken mehr einsetzen. Doch jeder Attack verfügt über ihre eigene Anzahl an AP. Es bietet sich also an, verschiedene Attacken einzusetzen, um den AP-Verbrauch zu verteilen. Sind die AP aller seiner Attacken aufgebraucht, kann ein Pokémon nur noch Verzweifler einsetzen, wodurch es auch selbst Schaden erleidet. Glücklicherweise werden beim Besuch eines Pokémon-Centers sowohl die KP als auch die AP eurer Pokémon vollständig aufgefüllt.
Außerdem gibt es Items wie Äther und Top-Äther, mit denen die AP aufgefüllt werden können. Merkt euch diese Items und ihre Wirkung gut. Allerdings sind sie nicht im Laden erhältlich. Verschwenden sie also nicht, wenn ihr sie findet. Je stärker eine Attacke, desto geringer ihr maximale AP. Setzt sich also mit Bedacht ein. Es ist überaus wichtig, sich über die richtige Balance im Attackenrepertoire eurer Pokémon Gedanken zu machen. Auf den Abenteuer mit eurem Pokémon müsst ihr also nicht nur ihre KP im Auge behalten. Ich hoffe, dass ihr euch bei eurer Schatzsuche auf all diese Dinge achtet, um die bestmöglichen Leistungen aus eurem Pokémon rauszukitzeln. Damit wäre der Unterricht beendet. Nächstes Mal steht eine Prüfung an. Bereitet euch bitte gut darauf vor. Oh, die Prüfung jetzt schon? Verdammt. Verdammt. Ich habe nicht mal alles gelernt. Verdammt. Oh nein. Das war's doch für mich. Ja, ich möchte ihn... Ach, das ist die Zwischenprüfung erst. Erst? Oh mein Gott, erst die Zwischenprüfung. Warum habe ich mit ihm angefangen? Deine Stimme ist die schlimmste von allen. Warum habe ich mit ihm angefangen? Die Zeit ist gekommen, euer Wissen auf die Probe zu stellen. Beginnen wir mit der Prüfung, bevor das Gelernte wieder aus euren Köpfen entweicht. Zu spät. Welchen Effekt hat ein Picknick nicht? Halt von Esskräften. Das, oder? Was wirkt sich auf dich durch Essen entfaltete Esskräfte aus? Unser Mitessen in Farbe des Geschirrs nicht aus. Also was sich auswirkt. Die Anzahl der Mitesser? Nee, die Zutat vielleicht? Welcher Beere füllt beim Verzehr die KP eines Pokémon auf? Die Sinnebeere, das weiß ich. Helge möchte, dass sein Pokémon im Kampf eine Sinnebeere eigenständig einsetzt und gibt ihm deshalb zum Tragen. Geht er richtig vor? Ja. Warte. Ich meine... Wenn alle Attacken eines Pokémon keine AP mehr haben, kann es vor Frustration nicht handeln. Ist das korrekt? Nein! Es nutzt nämlich Verzweifler. Okay, ich hoffe, ich habe verstanden. Die Zeit ist um. Bitte legt die Stifte weg. Ich hoffe, ihr alle konntet eure volle Energie in diese Prüfung stecken. Fragt am Empfang nach eurem Ergebnis, bevor ihr nach Hause geht. Leute, drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. B, 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 B. Es fühlt sich gut an, wenn man eine Prüfung hinter sich gebracht hat, nicht wahr? Oh nein. Jetzt möchte bestimmt wissen, wie du dich so geschlagen hast. Frag mal, wie es mir geht jetzt. Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn du 3 Fragen korrekt beantwortest. Bei der Abschlussprüfung gegeben musst du 4 richtig liegen. Wollen wir mal schauen, wie du im Haus wieder abgeschnitten hast. 5 von 5 richtigen Fragen. Ich bin ein Genie. Oh, ich habe bestanden. Hurra. Sind ja sogar auch für alle, die bestanden haben, ein kleines Geschenk vorbereitet. Oh, dankeschön. Und was hast du falsch beantwortet? Und immer schon weiter lernen, hast du? Der Matheunterricht war das Schlimmste. Ich war nur verwirrt. Oh, Mathe! Oh, stimmt, gibt's auch noch. Oh, stimmt. Wie viele Kurse muss ich machen? 6 pro Unterricht? Oder 5 nur? Ich hoffe nur 5. Ich hoffe nur 5. Ich habe nicht mehr so viel reden. Ich bin schon begeistert, dass du überhaupt gemacht hast. Ich anscheinend nicht. Packt eure Handys weg. Wir beginnen jetzt mit dem Unterricht. Es freut mich, dass die meisten von euch die Zwischenprüfung sofort bestanden haben und nur wenige sie mehrmals wiederholen mussten. Ich betrachte es als große Ehre, miterleben zu dürfen, wie ihr euch die wichtigsten Grundlagen des alltäglichen Lebens aneignet. Ich trinke kurz ein Glas Wasser. Und hoffentlich nutzt ihr die zweite Hälfte des Kurses dazu, auf dieses Wissen aufzubauen. In diesem Sinn kommen wir auf die Frage eines Schülers zur Esskraft zu sprechen. Besagter Schüler scheint sich sehr intensiv mit der Kochkunst zu beschäftigen. Wer das wohl sein könnte? Er nutzt jede Gelegenheit, um auf eigene Faust an seinen kulinarischen Fähigkeiten zu feilen. Laut eigener Aussage wählt er seine Zutaten mit großer Sorgfalt aus, studiert Tag und Nacht die verschiedensten Rezepte. Doch allen Bemühungen zum Trotz ist es ihm nicht gelungen, die Wirkung der Esskräfte weiter zu steigern. Fragen wir der Bodeli, die bei der Zwischenprüfung so gut abgestimmt hat. Was kann der betroffene Schüler tun, um die Wirkung der Esskraft zu steigern? Geht es um Pepper? Ich darf die wahre Identität dieses aufstrebenden kulinarischen Connoisseurs nicht enthüllen. Es könnte junge Pepper sein, aber es könnte sich genauso gut um jemand anderes handeln. Zur Steigerung der Esskräfte sollte man möglichst viele verschiedene Zutaten bei der Zubereitung von Sandwich verwenden. Für eine einzelne Person ist das öfter leichter gesagt als getan.
Bade mein Sandwich jedoch mit mehreren Leuten zu, werden größere Brote verwendet. Das ermöglicht es auch, weitere Zutaten zuzufügen. Auf diese Weise kommt ihr in den Genuss von effektiveren Esskräften. Unsere heutige Lektion lautet also, kommt ihr allein nicht weiter, bittet andere um ihre Hilfe. Das gilt für alle Bereiche des Lebens. Ich bin mir sicher, dass Pepper sich bei der Zubereitung der ein oder anderen Sandwiches in Zukunft öfter auf seinen Freund verlassen wird. Mist. Um die Privatsphäre des betroffenen Schülers zu schützen, würde ich euch bitten, in dieser Sache nicht weiter nachzubohren. Ich liebe es. Damit wäre der Unterricht beendet. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Ich muss mich bei Pepper entschuldigen. Aus anderen Gründen. Ach, ich finde das toll. Das ist der Hammer. Nein! Nein, 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 nein. Ich will da wieder zurück hin. Geht es um Pepper? Die Frage ist so schön. Aber so aus dem Nichts. Frage komplett ignoriert. Aber nur, geht es um Pepper? Ja, nein, ich meine, packt euren, ja, okay. Stellt euch vor, ihr seid draußen mit eurem Puppen unterwegs. Und plötzlich stellt ihr fest, dass sich seine Färbung verändert hat. Was? Ich rede natürlich nicht von dem unrealistischen Szenario, dass euer Begleiter sich plötzlich in ein schönes Pokémon verwandelt hat. Okay. Nein, es ist schlicht und ergreifend schmutzig. Es gibt in einem Kampf nach dem anderen sein Bestes, wird von Attacken verletzt. Auf Reisen ist es Wind und Regen ausgesetzt, wird von Sand und Schlamm bedeckt. Der Dreck ist sein ständiger Begleiter. Ich begegne oft Trainern, die ihre Pokémon schmutzig neben sich herlaufen lassen. Ist doch mega, dass sich ein Schüler so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und ein großartiges Vorbild für andere Schüler ist. Gibt's auch mit Fragen zu umgehen. Ja, das, ich meine, ja, ist es schon, aber fairerweise, ich glaube, es geht mehr darum, dass der Schüler darum bittet, nicht öffentlich genannt zu werden. Entweder weil er nicht mit der Aufmerksamkeit leben möchte oder auf Angst, dass Leute ihn deswegen verurteilen, sich darüber lustig machen. Wenn ein Schüler zu einem kommen würde und sagen würde, hey, ich interessiere mich dafür und würde anbieten, auch anderen zu helfen, wenn die Interesse haben, dann okay. Aber ich glaube, wenn der Schüler selbst darum bittet, nicht genannt zu werden, sollte man den Wunsch respektieren. So wie Pepper sich verhält meistens, glaube ich nicht, dass er Lust darauf hat, dass andere Leute sich an ihm ranhängen, nur um was über Sandwiches zu lernen. Aber sonst ja. Ja, das ist die Sache. Wenn er es anbietet, gerne, aber wenn er es nicht möchte, dann lieber nicht. Eine Schande, sag ich. Eine einzige Schande. Bonini. Apropos Schande. Bonini. Die nächste Frage richte ich daher an jemanden, von dem ich solch ein beschämendes Verhalten erwarte. Ich meine, niemals erwarten würde. Ja, er hat sie gut geschützt. Sehr gut geschützt. Bonini. Du laufende Enttäuschung. Was sollte ein Trainer tun, wenn sein Pokémon derart schmuddelig aussieht? Deinen Kopf streicheln. Däumchen drehen. Es waschen. Korrekt. Ich wusste, dass du die richtige Antwort parat haben würdest. Doch keine Enttäuschung. Was schmutzig ist, muss gewaschen werden. Ein fundamentaler Fakt des Lebens. Und was gewaschen wird, muss wieder dreckig werden. Es wäre ein Handtuch. Und wenn du ein Handtuch benutzt und dich abputzt, wird es trockener oder nasser. Wenn ihr ein Picknick veranstaltet und dabei mit dem Pokémon eures Teams interagiert, stehen euch verschiedene Aktionen zur Auswahl. Einer davon ist Pokeclean. Also eine ordentliche Pokémon-Wäsche. Der Name ist hier Programm. Zuerst schrubbt ihr euer Pokémon sanft, aber sorgfältig mit einem Schwamm ab und erzeugt dabei Schaum. Wenn sie genügend Schaum gebildet hat, spült ihr ihn zusammen mit dem angesammelten Schmutz ab. Frage, was ist, wenn es ein Lumanda ist oder ein anderes Feuer-Pokémon, die nicht gut auf Wasser zu spüren sind? Weil, soweit ich weiß, wenn ein Lumanda seine Flamme an seinem Schwanzende verliert, stirbt es. Soll ich mein Glumanda auch waschen? Oder muss ich das spülen? Braucht es Weichspüler? Ist es handwaschbar? Kann ich es in die Spülmaschine tun? Da wird der Pokémon wieder funkeln wie ein Terrakristall. Diese Prozedere mag zwar anstrengend sein, aber es füllt euch die KP des Pokémons auf und heilt es von jeglichen Starsproblemen. Beachtet aber, dass einige Pokémon an manchen Stellen weder abgeschrumpft noch abgebrascht werden wollen. Oh! Und noch viel wichtiger ist, es gibt auch Pokémon, die sich erst dann richtig wohlfühlen, wenn sie schmutzig sind. Merkt euch daher, dass ihr nicht jedem Pokémon einen Gefallen damit tut, wenn ihr es wascht. Oder mit Lametta ausreiben. Du sollst funkeln! Funkeln, sag ich!
Behalte das mit dem Kopf, auch wenn dich die Person in gewisser Weise widerspricht. Kleines Kind geht zur Schule, lernt das, geht nach Hause, geht zu seinem Slimog und spült es ab. Mom, das Slimog ist weg. Wie ist es weg? Ist es den Gulli runter? Ach. Ach, Herr Lehrer, du gibst dir Mühe, ich weiß, aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Korrekt. Ich muss echt 6-mal das machen. Oh. Da habe ich noch 4, 8, 13, 17, 22. Oh, 22 Kurse vor uns. Schrecklich. Aber nicht alle haben diese Stimme. Das ist der Vorteil.